Jahresausstellung ist vielleicht die schönste Veranstaltung der Akademie im Jahr. Es werden die Ateliers ausgeräumt, es wird alles schön gemacht, gestrichen und dann werden die Arbeiten präsentiert und alles putzt sich raus. Und es ist wirklich ein Ideenfeuerwerk in komprimiertester Form. Man kann wahnsinnig viele schöne Dinge entdecken, anrüchiges, schönes, liebenswertes, großes, kleines. Und Performances in diesem Jahr ist auch eine Besonderheit, würde ich sagen, dass es sehr, sehr viele Performances über diese 3 Tage dann zu entdecken gibt. Wir stehen hier im Hinterhof von Pavillon 18, die Klasse Freie Kunst mit Schwerpunkt Malerei. Und das bedeutet eigentlich nur, dass so intermedial gearbeitet wird, alle möglichen Medien benutzt werden, aber in der Regel so von Malerei, vom Bild kommt. Und es ist eigentlich auch dieses Jahr auf eine Weise besonders, also ohne dass wir es vorhatten, besonders anschaulich so umgesetzt worden. Man sieht so tatsächlich viel Malerei, Bilder, die aber auf sehr unterschiedliche Weise displayed sind. Also irgendwie ja, so ein ganz guter Überblick, wie vielfältig gerade vielleicht mit Malerei gearbeitet wird und die auch präsentiert werden kann. Wir befinden uns hier in der Ausstellungshalle der Akademie, in der wie in jedem Jahr parallel zur Jahresausstellung eine kuratierte Ausstellung gezeigt wird. In diesem Jahr haben wir im Rahmen des Programms Kunsttransfer Praxis die Ausstellung kuratiert und sie vereint insgesamt 14 Studierende aus den unterschiedlichen Klassen der Akademie. Die Ausstellung trägt den Titel On a Scale of Many und kreist um das Verhältnis zwischen Größe, Struktur und Form, oft in Bezug zum menschlichen Körper. Sie adressiert unter anderem auch die ästhetischen Prinzipien, die sich aus der Verrückung dieser Kategorien ergeben. Wir sind hier im Kino, einem der beiden Klassenräume, die Klasse dieses Jahr gemeinsam gespielt hat. Also ich würde es eigentlich eine gemeinsame Arbeit nennen, die sich auf 2 Räume verteilt. Das ist weniger für mich, weniger ein Sehkino als ein Hörkino. Also es geht sehr viel um Soundstücke, Hörstücke ausprobieren, auch mit Sound, aber dann eben so eine Bühne bieten für diese Schräge, die hier in den Raum gebaut ist. Der zweite Raum wir nennen es den Klumpen. Das ist aus allem, was so alltäglich die Klasse umgibt und sonst im Klassenraum steht, zusammengeschoben und kulminiert im Zentrum und über 10 Tage mit Wegnehmen, Hinbauen, Umstellen. Dann am Ende haben die einzelnen Studierenden sich Orte gesucht innerhalb dieses Klumpens, um Arbeiten von sich zu zeigen. Dieses Jahr gibt es keinen Katalog zur Jahresausstellung. Deshalb hat sich die Klasse Grafikdesign dazu entschlossen, eine Art alternativen Katalog, der begehbar ist, zu machen. Im Vorfeld haben wir dazu Informationen gesammelt, die rückblickend das Jahr an der Akademie zeigen. Und während der Ausstellung wird weiter gesammelt, gedruckt und gehängt. Und so entsteht eine andere Herangehensweise an das Thema Katalog. I would just say a couple of words about this other work here from Max Fron, who won one of the prizes for the Jahresausstellung. This is a work he made
about a water mill, and it's pulled apart and rebuilt here in the pavilion space. There's a picture next door, and the sound you hear are the sounds of this mill.